als Parkside vor ein paar Jahren einen Plasmaschneider rausgebracht hat, da haben alle gesagt, oh nee, was ist das denn? Plasmaschneider von Lidl, vom Discounter, was soll der denn bringen? Hier ist jetzt die Version 2022 drin, in diesem unscheinbaren Umzugskarton. Und die bringt wieder ein richtig tolles Profi-Feature mit. Da bin ich wirklich extrem gespannt. Auf der anderen Seite ist hier auch ein Umrüstkit drin. Das heißt, wenn du jetzt einen Plasmaschneider hast, dann kannst du deinen alten Plasmaschneider auf dieses Profi-Feature umrüsten. Egal, ob es ein Parkside-Plasmaschneider ist oder ob es ein Plasmaschneider von irgendwelchen anderen Hersteller ist. Extrem interessante Sache. Wir packen das aus und dann probieren wir es aus. Da ist er, der neue Parkside Plasmaschneider PPS 40 B3. Und der hat eine extrem interessante Neuerung. Der hat ein neues Schlauchpaket und der hat jetzt einen Pilotlichtbogen. Wie genial ist das denn? So ein Profi-Feature, das die letzten Jahre zwar schon in diesem Hobby-Heimwerker-Bereich übergeschwappt ist, aber jetzt in einem so günstigen Gerät. Ich bin seit Jahren ein Riesenfan von dem Gerät. Ist klein, handlich und das schneidet einfach richtig gut. Und es gibt unwahrscheinlich viele Leute, die den zu Hause haben und sehr, sehr begeistert von dem Gerät sind. Man hat hier zwischen 15 und 40 Ampere, man kann dünnes Material damit schneiden und man kann Stahlblech bis zu 12 mm damit schneiden. Habe ich schon versucht, funktioniert. Empfehlen kann man immer so bis ungefähr 8 mm kann man richtig schöne Schnitte erzeugen. Ich habe hier meine 8 mm Platte, damit man sich das auch so vorstellen kann. Also das ist richtig, richtig dickes Material. Und der Pilotlichtbogen, der macht das Ganze natürlich nochmal richtig, richtig genial. Das gucken wir uns gleich an. Wichtig ist bei dem Gerät, man braucht einen Kompressor, der so um die 100 Liter die Minute an Druckluft liefert. Ohne Kompressor funktioniert der nicht. Da gibt es auch einen von Parkside, der einen integrierten Kompressor hat. Aber wie gesagt, ich empfehle eigentlich immer eher den hier, weil der ist natürlich absolut genial. Und wenn man einen Kompressor hat, dann kann man da natürlich toll mit arbeiten. Das Motto heißt aber Pilotlichtbogen für alle. Und darum gibt es von Lidl auch noch ein Umrüstset für alle Plasmaschneider, die keinen Pilotlichtbogen haben. Das hat auch einen ganz großen Vorteil. Vorteil Nummer 1 ist, das ganze Set ist sehr günstig, soll so um die 30 Euro kosten. Vorteil Nummer 2 ist, das Ganze steckt man rum. Man braucht hier nicht irgendwas aufschrauben, man hat keine Probleme mit der Gewährleistung. Das heißt, damit kann man jeden Plasmaschneider umrüsten. Ich zeige euch nachher mal die Grunddaten, die an eurem Plasmaschneider stimmen müssen. Aber im Prinzip kann man jeden Parkside-Plasmaschneider auf Pilotlichtbogen damit umrüsten und auch extrem viele Plasmaschneider anderer Hersteller. Ich werde das aber definitiv nur mit einem Parkside-Plasmaschneider vormachen, weil die meisten Hersteller fangen gleich an zu weinen, wenn man ihre Plasmaschneider ohne Pilotlichtbogen auf Pilotlichtbogen umrüstet. Darum, wir machen das nur mit Lidl. Das gucken wir uns als zweites an. Wir werden einfach mal ein Gerät damit umrüsten. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden und es geht von keinem anderen oder mit keinem anderen Umrüstkit annähernd so schnell. Pilotlichtbogen für alle ist das Motto. Und während ich jetzt das Gerät auspacke, da werde ich euch noch mal ganz in Kurzform erklären, welche Vorteile bietet eigentlich der Pilotlichtbogen im Gegensatz zur konventionellen Kontaktzündung, sage ich mal. Das ist jetzt ein klassischer Plasmaschneider mit Kontaktzündung. Das heißt, den setze ich hier auf. Es kommt zum Kontakt mit dem Werkstück. Wenn ich dann jetzt hier drauf drücke, dann brennt ein Lichtbogen und ich kann hier schneiden. Ich kann den theoretisch ganz minimal abziehen. Funktioniert in der Praxis aber nicht sonderlich gut. Darum wird der meistens einfach so lang gezogen. Ist ja schön und gut. Aber ich habe natürlich das Problem, ich sehe nicht so hundertprozentig, wo ich hier schneide. So diese ganz feinen Geometrien oder so kann ich dann damit nicht sonderlich gut nacharbeiten. Das ist ein Problem. Nächste Problem ist natürlich, wenn das ganze Blech oder Material beschichtet ist. Ich will dann hier schneiden und dann muss ich mir natürlich erstmal einen Bereich freischleifen, weil sonst kommt ja gar kein Stromkreislauf zustande. Dann schleife ich mir hier einen Bereich frei, dann fange ich an zu schneiden. Das funktioniert auch. Die Lackierung, Beschichtung, die schmilzt weg, die brennt weg. Da habe ich aber dann immer Verschmutzungen hier drauf. Die Verschmutzung habe ich dann relativ schnell an der Düse und dann funktioniert gar nichts mehr, beziehungsweise ich muss die Düse austauschen oder reinigen. Beim Plasmaschneiden mit Pilotlichtbogen habe ich das Ganze nicht. Ich kann starten, so ungefähr einen Zentimeter darüber, brennt mein Pilotlichtbogen. Ich sehe genau, wo der Strahl hingeht, genau an welcher Stelle ich schneide. Ich kann auch noch so feine Konturen nachschneiden. Ich habe hier vorne eine Bohrung in der Düse.
Je größer die Bohrung ist oder je kleiner die ist, desto feiner wird der Strahl. Je größer die ist, desto breiter wird der Strahl. Gibt es verschiedene Düsen. Damit kann ich wirklich jede noch so feine Kontur nachschneiden. Auf der anderen Seite, der Pilotlichtbogen ist da, der Kontakt ist da, der Massefluss ist da. Wenn hier eine Beschichtung drauf ist, das ist dem völlig egal. Das stört ihn überhaupt nicht. Ich habe einen Abstand. Ich habe hier den Abstand, kann ich manuell wählen oder ich kann auch so eine Klammer nehmen. Dann sitze ich auf, dann habe ich immer einen gleichbleibenden Abstand. Das ist der ganz große Vorteil von Pilotlichtbogen. Außerdem kann ich aus Erfahrung sagen, Pilotlichtbogen ist einfach nur cool. Wenn man da drauf drückt und dann kommt dieser Pilotlichtbogen raus, es macht unwahrscheinlich Spaß. Es funktioniert sowas von genial. Pilotlichtbogen ist wirklich beim Plasmaschneiden das A und O. An dem Gerät an sich hat sich jetzt nichts verändert. Das heißt, ich habe hier 15 bis 40 Ampere, die ich stufenlos an dem Drehregler einstellen kann. Ich habe hier oben meinen Überlastungsschutz. Wenn das Gerät zu heiß wird, dann habe ich innen Thermosensoren, dann schaltet sich das Gerät einfach ab. Ist bei mir aber noch nicht passiert. Ich habe dann hier unten Anschlussschlauchpaket, Anschlusssteuerleitung und hier die Masse ganz rechts. Dann habe ich das Gerät wieder in diesem schönen, dezenten Grün. Der Aufschrift oder die Aufschrift Parkside ist hier wieder eingeprägt. Hinten habe ich dann mein Netzkabel, das müsste 2,5 Meter wieder lang sein, an Ausschalter und das ist hier eine Wartungseinheit. Damit kann ich den ankommenden Druck vom Kompressor auf den Arbeitsdruck reduzieren. Das sollten so ungefähr 3,5 bis 4 Bar sein. Gleichzeitig habe ich hier noch einen Feuchtigkeitsabscheider. Wer so ein Gerät nützt, gerade mit Pilotlichtbogen und hat relativ feuchte Druckluft vom Kompressor, der sollte dann auch nochmal so eine Wartungseinheit, gerade wegen dem Feuchtigkeitsabscheider, direkt vor dem Kompressor machen. So eine Wartungseinheit kostet wirklich so um die 10 Euro. Und damit erspart man sich viel Scherereien. Ich habe hier einen ganz normalen Druckluftschlauch mit einer handelsüblichen Kupplung. Das brauche ich hier einfach in diese Wartungseinheit nur reinstecken. Einmal noch mal ein bisschen ziehen, dass es auch fest ist. Und das war's schon. Mit der Kupplung hier kann ich jetzt an jeden Kompressor rangehen, beziehungsweise an jeden handelsüblichen Druckluftschlauch. Die eigentliche Neuerung ist jetzt wirklich das Schlauchpaket. Das ist ein schönes Schlauchpaket, das liegt schon mal sehr gut in der Hand. Ist doppelt gesichert, das heißt, ich kann es hier nicht drauflegen, weil ich hier diesen Sicherungsbügel habe. Ich habe dann hier, dass ich das Ganze arretieren kann. Dann kann hier nichts mehr passieren und dann kann ich es wieder öffnen, dann kann ich schneiden. Ich habe hier diese Klammer, damit kann ich über das Material rübergleiten, ohne hier Kontakt an der Düse zu haben. Düse gucken wir uns gleich nochmal an. Dann wird es hier spannend. Ich habe einmal den Anschluss ans Gerät, dann habe ich hier die Steuerleitung und dann kommt der Kumpel hier nochmal raus. Das ist für den Pilotlichtbogen, also dieses Kabel ist für den Pilotlichtbogen zuständig. Hiermit gehe ich in das Gerät rein und hier kommt dann die Masse rein. Das ist eine ganz einfache Lösung, aber das ist eine Lösung, aus meiner Erfahrung funktioniert die wirklich sehr gut. Dann habe ich einen Pilotlichtbogen. Der Pilotlichtbogen funktioniert sehr einfach, funktioniert aber. Das Gerät rüsten ist innerhalb von wenigen Sekunden passiert, also 1-2 Minuten hat man das fertig. Ist wirklich kein Hexenwerk, braucht sich keiner Gedanken machen. Wichtig, hinten die Wartungseinheit sollte auf ca. 3,5 bis 4 Bar stehen, dann funktioniert der Pilotlichtbogen am besten. Das Gerät ist in einer ganz normalen Steckdose drin, 230 Volt, haushaltsüblich. Und da braucht man auch keine extreme Absicherung oder irgendwas haben. Jetzt kann ich das Gerät hier hinten einfach anmachen. Dann geht der Lüfter an. Das ist natürlich ein kleines Gerät. Das ist ein schöner, kräftiger Lüfter. Und jetzt kann ich hier mal den ersten Pilotlichtbogen starten. Ich werde gleich anfangen, mal lackiertes Blech zu brennen. Vorher ganz kurz, unter dem Schnitt sollte natürlich nichts Brennbares sein. Hier ist noch die Kiste von dem Plasmaschneider, die geht gleich raus. Wichtig auch immer auf die Sicherheit achten. Dazu hatte ich auf den gelben Zettel verwiesen, das ist wirklich interessant. Ich benutze immer Schweißerhandschuhe, keine Montagehandschuhe oder so ein Blödsinn benutzen. Wirklich vernünftige Handschuhe, die nicht leicht entflammbar sind. Dann benutze ich einen Schweißerhelm. Ich nehme die Grindfunktion, die Schleiffunktion, damit habe ich Verdunklungsstufe 4
Und damit kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Man sieht alles dunkler, ist nicht empfehlenswert. Dann sieht man nicht mehr vernünftig, was man hier macht. Wichtig ist auch, nicht eine Brille benutzen, sondern wirklich einen Schweißhelm, damit man das ganze Gesicht geschützt hat. Es kann mal spritzen beim Plasmaschneiden. In der Regel passiert das nicht. Aber es kann mal passieren und dann sollte man wirklich den Kopf und das Gesicht vernünftig geschützt haben. Das ist wichtig. Ja, also immer ein bisschen drauf achten, dann ist Plasmaschneiden eine sehr sichere Sache. Das ist lackiert hier. Da würde ich immer empfehlen, rauszugehen bzw. für eine gute Raumlüftung zu sorgen. Ich setze eine FFP3-Maske auf und dann schneide ich hier. Ich habe eine Absaugung an der Wand. Das ist natürlich, wenn man die Voraussetzung nicht hat, lieber rausgehen, gerade wenn es lackiert ist oder beschichtet ist oder wenn es zum Beispiel auch Aluminium oder Edelstahl ist. Stahl ist nicht ganz so problematisch, aber auch so Werkstoffe sollte man immer auf seine Gesundheit achten. Man sieht an diesen ersten kleinen Beispielen, gut, das ist hier nur Millimeterblech, aber man sieht trotzdem, der schneidet. Er schneidet richtig gut. Schnittqualität trotz Lackierung ist auch richtig gut. Da ist eigentlich ein minimaler Grat, da geht man einmal mit der Feile lang, ist gut. Konturen, alles überhaupt kein Problem. Kann man alles auseinanderschneiden. Wenn dann die Klammer irgendwann mal stört, wenn ich zum Beispiel hier an diesem Randbereich schneide oder so, dann nimmt man diese Klammer einfach ab. Ich habe jetzt hier nochmal einfach mit einem Bleistift mir das angezeichnet, bin der Kontur nachgefahren, habe hier so ein Herz ausgeschnitten. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Man kann die dann so umbiegen. Für alle Männer, 99,5% sind hier immer Männer als Zuschauer. Da schneidet man hier unten noch so seinen Namen rein oder was weiß ich, oder den Namen der Lebensgefährtin oder ich weiß nicht was, oder des gemeinsamen Kindes oder von allen zusammen oder so, dreht die Frau völlig durch. Ne? Also sieht schon mal gut aus. Man kann so einen einfachen Bleistiftstrich sehen, den müsste man jetzt hier nochmal anpunkten oder man hätte hier nochmal ein Stück abkanten können oder so dergleichen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist natürlich kein schönes Blech oder so, aber trotzdem. Also wie gesagt, es gibt so dermaßen viele kreative Möglichkeiten mit so einem Plasmaschneider. Das ist ganz dünnes Material, wir gehen jetzt natürlich zu dickeren Material über. Kann natürlich auch problemlos Zuschnitte machen damit. Ich habe hier für meinen Lochtisch hier zwei Prismen, jetzt habe ich ein Rohr, das kann ich drehen, kann ich einfach hier dran halten, Hand fixieren und dann kann ich einmal drehen. Das wird natürlich nicht hundertprozentig gerade, müsste ich mir eine Vorrichtung bauen, dass es hinten entgegenkommt, dass es nicht verzieht. Aber das ist völlig problemlos möglich, hiermit auch irgendwo Zuschnitte machen, kann ich natürlich auch gleich einen Ausschnitt machen. Ich kann mir jetzt ein Rohr zum Beispiel ein Langloch reinmachen, ist alles wirklich kein Problem. Ich arbeite hier, das ist 3 mm Rohr, da arbeite ich mit 25, 30 Ampere, das reicht vollkommen aus. Man sieht, das Ganze ist problemlos möglich. Wäre natürlich noch genauer, wenn ich mir hier vorher ein anderes mache. Ist natürlich die Frage, funktioniert das auch mit Edelstahl? Funktioniert auch. Ich habe hier ein Edelstahlrohr. Nehmen wir mal die Seite. Und da kann ich das natürlich genauso schneiden. Und so kann ich natürlich auch Zuschnitte mit dem Plasmaschneider machen. Vorteil ist natürlich, wenn ich hier zum Beispiel eine Nase dran haben will, das schafft meine Säge nicht mehr. Das kann ich mit dem Plasmaschneider einfach machen. Wir zeichnen uns einfach mal schön was an. Stahl hat sehr gut funktioniert, Edelstahl jetzt als zweites hat nicht ganz so gut funktioniert. Da hat mich die Klammer so ein bisschen gestört, um dann eine Kontur auszuschneiden. Und ich habe beim ersten Anlauf zu wenig Leistung genommen. Da musste ich ein bisschen mehr, habe ich jetzt 35, damit geht es problemlos. Also Edelstahl ist dann schon ein bisschen mehr Herausforderung. Wenn dann die Düse so ein bisschen verdreckt ist, ich nehme mal eine Messingdrahtbürste,
bürstet man da einmal rüber, dann sieht die wieder aus wie neu. Und wie gesagt, es sind ja Verschleißteile mit dabei und das sind handelsübliche Düsen, die kann man überall bestellen. Immer darauf achten, dass die auch für Pilotlichtbogen geeignet sind. Habe ich vorhin schon mal gesagt, aber kann man gar nicht oft genug erwähnen. Was meinst du, wie viele mich, oder was meint ihr, wie viele mich immer anschreiben und sagen, mein Plasmaschneider mit Pilotlichtbogen geht nicht? Und dann analysieren wir, was sie da bestellt haben und dann sehen wir, oh, falschen Düsen bestellt. Gerade bei eBay, Amazon, die Düsen kriegt man wirklich überall. Ich verlinke die dann hier unter, wenn der Plasmaschneider rauskommt. Das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Das ist ein Vorserienmodell, das ich hier mal teste. Ganz unverbindlich teste. Und das Gerät soll im Februar, beziehungsweise durch die aktuellen Lieferprobleme, die weltweit herrschen, kann das auch ein bisschen später kommen, dann kommt es vielleicht Mitte März oder dergleichen. Millimeter ist hier auch völlig problemlos noch möglich. Man muss den Schnitt beobachten und dementsprechend die Schnittgeschwindigkeit anpassen. Man hat jetzt hier unter so ein bisschen Schlacke, aber das sieht man, das löst sich hier schon. Da gehe ich einmal mit der Feile lang, einmal mit dem Meißel lang, ist das weg. Hat man einen schönen, sauberen, geraden 8 mm Schnitt. 8 mm finde ich ist schon eine gute Leistung. Jetzt 12 mm, wie auf der Verpackung steht. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Muss man sehr, sehr langsam arbeiten. Das macht dann irgendwann aus meiner Sicht keinen Sinn mehr. Also so, wie ich gesagt habe, 8 mm. Hier habe ich noch 6 mm Blech. Da mache ich da auch noch mal ein paar Schnitte. Das wird deutlich besser funktionieren. Wichtig beim Plasmaschneiden wirklich immer den Schnitt angucken, nachgucken, was man da schneidet. Bei so dünnem Material ist es egal. Wenn es ein bisschen dicker wird, man sieht richtig, entweder das Ganze spritzt einem noch entgegen, dann ist man noch nicht durch. Und wenn es durch ist, dann spritzt es nach unten raus. Das ist das beste Zeichen dafür, dass also der Strahl geht nach unten durch. Das ist das beste Zeichen dafür, dass man durch ist. Und dann kann man dementsprechend seine Geschwindigkeit anpassen. Und wenn man hier so 3, 4, 8 mm Stücke gemacht hat, dann hat man da ein ganz gutes Gefühl für. Allgemein, wenn man so ein paar Schnitte gemacht hat. Ich habe jetzt natürlich 40 Ampere genommen. Ansonsten muss man immer so ein bisschen anpassen. Einfach mal so ein bisschen nach Gefühl. Wenn das Schmelzbad zu breit wird, wenn das alles zu schnell wegfließt, und dann kann man ein bisschen weniger Leistung nehmen. Weniger Leistung bedeutet natürlich auch weniger Belastung der Düse. Das heißt, wenn ich so dünnes Material, ich habe vorhin auch mit 25 geschnitten oder so, da hätte auch wirklich 15 Ampere gereicht. Das schonen wir die Düse mit und dementsprechend brauchen wir weniger von den Verschleißteilen. Wer jetzt einen Plasmaschneider hat und keinen Pilotlichtbogen hat, gerne einen haben möchte, der hat mit diesem Schlauchpaket die Möglichkeit, innerhalb von, ich sag mal, nicht mal einer Minute seinen Plasmaschneider umzurüsten. Wichtige Voraussetzung ist dafür, wenn ich zum Beispiel hier so einen Parkside-Plasmaschneider habe, an dem werde ich das auch vormachen, ist, dass man vorne einen Anschluss hat von M16 mal 1,5, kann man nachmessen. Also wenn es M16 ist, dann ist der Anschluss schon richtig. Wichtig ist eine zweipolige Steuerleitung und ein 9er Dinse-Stecker. Das sind die Voraussetzungen, die ich haben muss. Ich würde mal behaupten, 95% der günstigen Plasmaschneider erfüllen diese Voraussetzung. Einzigsten Geräte, die ich kenne, die das nicht erfüllen, das sind diese Kombi-Wick-Plasmaschneider-Kombi-Geräte. Aber ansonsten erfüllen das wirklich alle Geräte. Interessant ist an dem Schlauchpaket, ich baue das nebenbei schon mal um, dann können wir gleich mal den Pilotlichtbogen testen. Interessant ist an dem Gerät, das ist, oder an dem Schlauchpaket, das ist der gleiche Schlauchpaket wie bei dem Plasmaschneider, aber beim Plasmaschneider ist das Schlauchpaket 2,5 Meter lang, hier 4 Meter. 4 Meter, wenn das so um die 30 Euro kostet dann hinterher, dann ist das natürlich ein absoluter Schnapper. Und damit kann man schon eine Menge machen. Mit 4 Meter hat man wirklich eine gute Reichweite, hat einen riesen Arbeitsbereich. Das ist toll. Und vor allen Dingen, man braucht nichts umbauen, man greift nicht in das Gerät ein. Man braucht nicht mal die Masseklemme mehr in irgendeiner Weise verändern. Man braucht das Ganze nur umstecken. Und das ist wirklich eine super Sache. Und wenn man sieht, es funktioniert. Es funktioniert. Tolle Sache, wirklich. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, ich freue mich immer tierisch über einen Daumen hoch. Ich freue mich immer über nette Kommentare, über Fragen, über konstruktive Kritik, über irgendwelche Projekte, die ich damit mal ausführen soll. Ansonsten, wenn der Plasmaschneider dann in den Handel kommt, dann wird das natürlich hier unter verlinkt. Und ich werde dann natürlich euch auch noch mal informieren.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich finde den Plasmaschneider absolut Hammer und ich finde auch diese Möglichkeit zum Umrüsten absolut Hammer. Das ist wirklich eine tolle Sache. Man muss ehrlich sagen, Parkside entwickelt sich toll. Ist immer noch günstiges Werkzeug, aber das ist schon auf einem ganz guten Weg. Ich bin da sehr begeistert. Also wie gesagt, ich habe eine Menge Plasmaschneider. Ich verwende meistens wirklich immer diese kleinen Plasmaschneider, weil die so schön und handlich sind. Und man hat ja gesehen, man kann da wirklich eine Menge mitmachen.